Hallo meine Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zum Reading im Löwentor-Portal und wir haben das Reading für die Liebe. Ja, wir schauen hier in diesem Reading, was noch so mit durchkommt vom Löwenportal. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich weiß, dass es für einige sehr anstrengend energetisch war die letzten Tage und auch noch ist. Ja, ich muss sagen, ich habe auch gespürt, dass ich unglaublich viel schlafen wollte. Und die Wärme tut ja auch noch das Ihrige dazu. Ja, ich hoffe, dass es dir trotzdem gut geht. Die Bienen sind gerade sehr aktiv oder nervös und verhalten sich anders als sonst, finde ich. Ich habe jetzt auch von einigen Bienenstichen gehört. Also da ist gerade mächtig was aktiv. Wir haben viele schöne Kornkreise bekommen. Hier auch bei uns in Bayern und auch überall über die Welt verteilt sind schöne Kornkreise entstanden. Also da kommt gerade mächtig was runter an Informationen. Und dieses Löwenportal öffnet auch nochmal bei uns ganz viel. Bringt viel Kraft, aber in dem Moment, wo die Energie als Download kommt, macht es auch erstmal müde. Und brauchst vielleicht ein bisschen extra Meditation und Rückzug und Zeit für dich zur Besinnung, Zentrierung. Genau, und wir schauen mal, was es hier mit der Liebe auch macht mit uns. Ich habe wie immer das Reading aufgebaut. Ich deute dir intuitiv und werde dir erzählen, was ich hier aufgebaut habe. Erstmal danke ich für alle Kommentare, die ihr mir immer so schreibt. Vielen Dank, freue ich mich immer. Und ja, da wollte ich nochmal Danke sagen. Und wenn du hier auch neu bist bei mir, dann herzlich willkommen. Und wenn du mich schon kennst, dann schön, dass du wieder dabei bist. Ich erzähle dir, was ich aufgebaut habe. Hier ist die übergeordnete Botschaft für uns alle. Dann haben wir hier die drei Einzelstäbe. Hier oben jeweils bist du. Einen von denen kannst du dir auswählen. Und unten drunter liegt dein Liebespartner, also wo ihr die Beziehung führt. Und es spielt gar keine Rolle für die geistige Welt, ob ihr gleichgeschlechtlich seid oder ob einer trans ist oder irgendwie, genau, wenn es jetzt mehr als zwei Menschen gibt, was ja auch manchmal ist, dass noch ein Ex ist oder dir jemand vielleicht durch das Löwenportal auch nochmal einfach in Erinnerung kommt, dann kannst du da auch nochmal einen zweiten Stapel dann dazu nehmen. Wenn du da extra Zeit brauchst, halt dann das Video an. Ist auch möglich, dass auch nochmal was aus früheren Leben jetzt nochmal kommt. Genau, dass da alte Liebeserinnerungen kommen. Und mit deinem derzeitigen Partner kannst du natürlich auch schauen, der liegt eigentlich immer unten drunter. So, dann kannst du hier dir auswählen. Hier habe ich noch einen Stapel Karten, den lege ich nachher noch bei euch drauf. Und es sind relativ viele Karten gekommen, also ein bisschen mehr als sonst. Und ich stelle dir noch die Steine schnell vor. Wir haben erstmal den Mokait. Dann haben wir den Amethyst in der Mitte. Und dann haben wir hier den Lavendeljade, glaube ich. Lavendeljade am dritten Stapel. Kannst du jetzt gerne reinspüren, welcher von diesen drei Stapeln dich anspricht. Und wenn du magst, atme doch einmal durch. Man soll sich eh gerade viel zentrieren. Ich spüre auch, das ist sehr wichtig. Genau, atme, wenn du magst, nochmal für dich durch. Setz dich ein bisschen gerade hin. Und wenn du willst, ruf auch deinen Engel. Verbinde dich mit der geistigen Welt. Ich mache das ja eh immer vorneweg. Atme gerne ein. Und aus. Lausch nach innen. Welcher Stapel jetzt für dich wichtig ist? Ich berühre mal die Klangschale. Dann geht's los. Ja, atme noch mal entspannt ein und aus. Und dann schau mal in die Karten. Ich hoffe, du hast dich entschieden. Alle Karten findest du wie immer ganz unten unter Video. Und hier geht's los mit den himmlischen Lichtbringern. Wir schauen mal, wer hier den Auftakt macht. Unsere erste Karte, da geht es um das Thema Zeitmanagement. Das ist ja interessant. Zeitmanagement.
Ja, was sagt uns diese Karte? Dass im Moment ein bisschen viel auf einmal sein kann und du einfach schauen musst, wie du was wann machst. Und diese Karte lädt dich auch immer ein, mehr Zeit für deine Seele, für die wirklich wichtigen Dinge, wo du dich wieder spürst, zu bekommen. Ja, nicht nur deine ganzen Termine unter einen Hut zu bekommen, sondern deine Seele und dich und Zeit für diese Seelenzeit einfach dir einzuplanen, wo du dich wieder erholst. Wenn du gerade im Urlaub bist, dann wirst du hoffentlich Zeit für dich finden, dich zu erholen, die Seele baumeln zu lassen. Für alle, die noch nicht im Urlaub sind oder die noch Termine abzuarbeiten haben, ja, schau, dass du diese Zeit für dich findest, weil wenn du die Zeit für dich findest, wo du dich wohlfühlst, kommen auch schöne Infos zu dir runter. Ja, was sonst auch passieren kann, wenn du dir die Zeit nicht gibst, dass du dann halt mal wach liegst und dann die Informationen kommen, wenn du eigentlich schlafen willst. Auch das ist möglich, gerade mit der Wärme, ne? Dass du dann tagsüber müde bist und nachts nicht schlafen kannst und dann kommen die Gedanken. Das habe ich jetzt auch das Gefühl. Deswegen nimm dir lieber die Zeit in der Meditation oder in der Natur, um Dinge zu verarbeiten. Dann haben wir noch für diese Liebeswoche mit dem Löwenportal am Anfang das Thema Disziplin, ja, das passt auch mit der Seelenzeit für sich. Das ist auch noch ein bisschen vom letzten Heilkreis so. Wie kannst du es schaffen, wirklich für dich gut zu sorgen und da wirklich das neu zu lernen? Ja, also dass du an erster Stelle stehst, dass es dir gut gehen darf, dass du jeden Tag für dich sorgst oder auch zum Beispiel, wenn du dir ein Business aufbaust, auch da Disziplin hast. Ich bekomme es aber vielmehr nicht mit diesem, dass du noch fleißiger sein sollst und noch mehr arbeiten sollst, sondern dass du lernen darfst, jetzt dich diszipliniert um dich zu kümmern. Das heißt wirklich darauf zu achten, dass es dir gut geht, dass du genügend Schlaf hast, dass du meditierst, dass du ja wegen mir auch deine Freunde triffst, gute Kommunikation hast, dass du dich einfach rundum gut um dich sorgst und dass du das lernst. Und hier heißt es auch, was ich mir vornehme, das kann ich auch erreichen. Und das hat ja dann auch wieder was mit der Selbstliebe, mit dem Selbstwert zu tun. Und so gehen wir ja auch in Beziehungen rein. Ich weiß, in Corona-Zeit mussten sich alle hinten anstellen, ja. Und jeder hat erstmal nur rotiert. Aber wichtig ist auch für unseren persönlichen Aufstieg, für den Aufstieg der Erde, dass wir jetzt auch schauen, wo wir selbst bleiben, wo dein Energietank, wie leer, wie voll ist der und was darfst du dafür tun, um den wieder aufzufüllen? Ja, also doch die Selbstliebe jetzt noch mehr zu üben. Dann haben wir noch einen Engel, der uns hier begleitet. Und da kommt der Engel Nummer 44. Schau mal, der ist ganz zart rosa und mit Blau. Das ist auch eine wunderschöne Karte voller Liebe. Schauen wir mal, was das hier für ein Engel ist, der uns hier in diesem Reading begleitet. Es ist der Engel für Intimität. Der Engel für Intimität, der sagt, Intimität entsteht durch ein tieferes Eintauchen in die Lebendigkeit deines Gegenübers. Das ist so spannend, auch wie diese Karte gestaltet ist mit dieser Kugel, mit dem Eintauchen. Und was ich jetzt hier dazu bekomme, dass natürlich nur dann, wenn du dich selbst wahrnimmst, wenn du dich selbst spürst und einen guten Kontakt zu deinen Gefühlen hast, zu deinem, ja, wie soll ich sagen, inneren Akku, ja, wo wir immer wieder auf uns aufpassen dürfen, dass du nur dann und zu deinen Grenzen auch, nur dann guten Gewissens auch in einen anderen eintauchen kannst und auch, ja, wie soll ich sagen, wenn du deine eigenen Grenzen kennst, kannst du sie bewusst aufmachen und dich trotzdem sicher fühlen, weil du weißt, du kannst sie ja auch wieder schließen, wenn das Abgrenzungsthema so ein Thema ist, ja. Gerade auch wenn jetzt, sage ich mal, Missbrauch war oder solche Dinge, dann ist das ein Riesenthema. Oder wenn man Gewalterfahrungen gemacht hat, dann ist das auch ein Riesenthema, sich wieder einlassen zu können, ja. Oder auch wenn, ja, wenn du in anderen Beziehungen natürlich Enttäuschungen erlebt hast, vielleicht belogen wurdest, verlassen wurdest. Auch da ist es wichtig, in der Selbstliebe zu sein, in seinem Selbstwert zu sein und genau zu spüren, wann du dich wie einlassen willst. Und erstmal selbst in dir heil zu sein und ganz zu sein. Und dann kannst du wieder in Intimität gehen. Das heißt, wie ich es jetzt verstehe, es geht schon um eine Heilzeit für dich. Um eine ganz, ganz gute Zeit für dich. So, ihr Lieben, jetzt bin ich wieder da. Mein Akku hatte schlapp gemacht, obwohl er voll aufgeladen war.
Ja, wer weiß, was da wieder gerade los ist. Also ich finde den Eingang in dieses Video sehr, sehr spannend. Ja, die Disziplin zu finden, jeden Tag etwas für sich zu tun, um auch mit sich selbst in Intimität zu kommen und auch, ja, diese eigenen Grenzen gut zu spüren und auch, upsala, ich bin heute stürmisch, ja, die Grenzen spüren zu können und auch nur wer sichere Grenzen hat, der kann auch, ja, sich auch sicher einlassen, ja. Das ist auch bei Kindern so, wenn die Kinder so sicher lernen können, Nein zu sagen, dann können die auch später lernen, Ja zu sagen. Und ein bisschen ähnlich, ja, wie ist man mit unseren Grenzen umgegangen? Durfte man Nein sagen, ja, oder musstest du immer parat sein? Und so hat das auch ein bisschen was mit der Liebesbeziehung zu tun. Ja, wo sind deine Grenzen? Was möchtest du? Und was geht für dich, was geht für dich nicht? Ganz spannend, also da scheint hier nochmal was sozusagen Neues zu kommen für uns, wo wir uns wieder besser spüren, wo wir uns besser wahrnehmen. Ich gehe jetzt mal in die Einzeldeutung rein und hoffe, dass mein Akku jetzt hier ein bisschen länger mitmacht. Und dann kommen wir zu Stapel 1. Wenn du dir den ersten Stapel gewählt hast mit dem Mukaid, dann bist du jetzt an der Reihe. Geht deine Botschaft los? Die ist jetzt für dich persönlich. Und zwar startet es mit Sprich die Sprache der Liebe. Ja, rede ganz liebevoll mit dir selbst in erster Linie. Die Karte ist ganz süß, weil hier in dieser Blüte, die da so leuchtet, ist so ein ganz kleiner süßer Drachen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Finde ich wunderschön gezeichnet. Liebevolle Worte haben die Kraft, Leben zu verändern, auch deines. Also dieses Üben, mit dir liebevoll zu reden, einen liebevollen Umgang in erster Linie mit dir selbst zu haben und dann natürlich auch zu der Person, die du liebst. Fängt aber damit an, wie gehst du mit dir um, ja? Also ich kriege, dass wieder ganz viel neue Liebe kommt, dass ganz viel neue Liebe entsteht und in dir geboren wird. Und es beginnt darüber, damit, wie du über dich denkst und wie du über dich selbst sprichst, wie du zu dir sprichst, ja. Schau mal, dass du da ganz, ganz freundlich sein kannst und dir auch jeden Tag sagen kannst, dass du dich liebst. Dann haben wir hier auch noch eine Engelbotschaft für diese Liebeswoche. Und da geht es um Fokussieren. Wir haben ja schon Zeitmanagement gehört. Es kann sein, dass die Energien auch dich ja aus dem Zentrum bringen wollen, sage ich mal. Und hier geht es darum, dich zu fokussieren. Was ist wirklich wichtig? Was in welcher Reihenfolge musst du wie erledigen? Ja? Und wenn das manchmal so ein Thema ist, dass du dich wie konfus fühlst oder mehr im Außen bist und auch die Grenzen immer wieder durchlässig werden, und das ist bei sehr vielen spirituellen Menschen so ein Thema, die eigenen Grenzen zu spüren oder auch dann, wann, ab wann spüre ich denn schon den anderen? Wessen Gefühle fühle ich? Das ist bei hochsensitiven Menschen immer so ein Thema. Und dann auch sich wieder zu fokussieren auf sich selbst, aufs Zentrum, auf die Mitte. Ja, meditieren erleichtert das. Und du kannst hier auch ein Gebet sprechen. Danke, Engel, dass ihr mir helft, meinen Fokus auf die Prioritäten auszurichten. Ja, und ich sage das alles, weil ich ja weiß, dass gerade die Menschen, die mit Engeln arbeiten, ja, die immer sehr viel geben, dass die manchmal ja riesige Grenzen haben. Also bis da auch irgendwas passiert, wo die merken, ach, das fand ich jetzt eigentlich blöd. Das war mir unangenehm. Das dauert manchmal ganz lange, ja, bis sie das wahrnehmen, weil sie so voller Liebe sind auch. Das kann so ein Thema sein und sich dann auch wieder zu fokussieren und klar zu werden, die Klarheit zu finden. Kann in dieser Woche ein Thema sein. Dann haben wir von Maria Magdalena eine Botschaft. Da geht es um die Botschaft Engel. Die Engel sind bei dir alle Tage bis ans Ende deiner Zeit. Also du bist von sehr vielen Engeln umgeben. Ein sehr lichtvolles Wesen bist du. Bist auch voller Liebe für diese Erde, für dich. Und wenn du jetzt eine Zeit hast, wo vielleicht auch noch mal in dir viele Prozesse sind, du hast gerade besonders viele Engel an deiner Seite. Werd dir dessen bewusst. Denn bei den Engeln ist es immer so wie beim Radio. Wenn du die Frequenz einstellst der Engel, dann werden sie dir wieder bewusster. Die sind sowieso da. Aber wenn du auch nochmal auf deren Frequenz gehst, dann kannst du mit denen wieder besser kommunizieren. Du kannst auch wieder spüren, zum Beispiel, was raten sie dir? Was darfst du mehr tun? Was darfst du weniger tun? Was tut dir wirklich gut? Ja, wo bist du? Also du bist ein sehr fühliger Mensch, ein sehr liebevoller Mensch.
Und du bist immer von Engeln begleitet. Ja, die wollen dich wieder daran erinnern, dass du dich auch wieder auf die einstellst. Das hat auch was mit Fokus zu tun. Ja, das ist ein bisschen wie, wenn man die Engel wieder einstellt, das ist ein bisschen wie den Radiosender auf Engel einstellen. Ja, je nachdem, was du gerade machen willst. Wenn du meditierst, wenn du auf einen Engel meditierst, wenn du deine Arbeit erledigst, immer, dass du dich auf ein Thema genau fokussieren kannst. Und die Botschaft hier unten heißt, ich bin geborgen unter Engelsflügeln. Ja, du bist nie allein in diesem Leben. Du gehst immer ja, mit lichtvollem Geleit. Dann haben wir für die Liebe direkt noch eine Botschaft. Da kommt bei dir in dieser Woche, lass dir von deinen Freunden helfen. Bitte andere um Unterstützung und nimm sie an. Ja, also auch mal ein Gespräch führen, mal reden, wo drückt der Schuh, was brauchst du, was ist los. Natürlich auch, die Engel können auch deine Freunde sein. Du kannst natürlich auch wieder die Engel mehr in dein Leben einbeziehen. Entweder die Menschenengel oder die Engel in der Engelsebene ansprechen, dass du wieder die Hilfe bekommst, ja, die du möchtest, die du brauchst. Und dieses Gefühl von alles alleine stemmen zu müssen, das wollen dich die Engel daran erinnern. Du bist nicht allein, da sind immer Wesen um dich herum. Wunderbar, jetzt schauen wir bei deinem Gegenüber rein. Da haben wir heute hier mal eine Tarotkarte gewählt, ein Engeltarot. Schauen wir mal, hier kommt die fünfte Luft. Da sind wir hier die Einhörner mit den kleinen Schwertern oben drauf. Viele Gedanken. Und hier ist die Energie bei deinem Gegenüber, eine unkluge Wahl getroffen zu haben. Es ist ein Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben. Lerne, was du nur kannst aus dieser Situation und überdenke die Motive von allen Beteiligten. Also irgendwie fühlt man sich nicht wohl mit einer Entscheidung und schaut sich alles nochmal an und hat auch das Gefühl, irgendwas ist hier nicht richtig. Also es sind viele Gedanken und man fühlt sich nicht so gut. Das spüre ich hier bei deinem Gegenüber. Also so eine Unruhe kommt hier. Und irgendeine Entscheidung wurde getroffen von deinem Gegenüber oder ein Verhalten oder ich weiß nicht, was ihr hattet, ein Streit oder ein Thema, wo ihn beschäftigt oder sie. Oder vielleicht ist es auch noch ein anderes Thema, was mit reinspielt. Ja, kann ja auch was Finanzielles, Arbeitstechnisches sein. Spür aber hier auch das Emotionale zu dir. Da ist auch irgendwie so eine Unzufriedenheit drin mit sich selbst. Also dein Gegenüber ist mit sich selbst hier unzufrieden und die Gedanken kreisen und kreisen. Ja, vielleicht auch nochmal überprüfen und liebevoll drauf schauen. Ja, spüre ich hier, könnte dein Gegenüber auch mal. Schau mal, was die Einhörner hier sagen. Haben wir nochmal Einhörner dabei, sagen die Einhörner. Da kommt der Pegasus und der sagt, öffne dein Herz für die Liebe und die Freude. Also dein Gegenüber darf das Herz wieder mehr öffnen für Liebe und Freude. Ja, ist vielleicht durch das viele Denken ein bisschen zugewesen, das Herz in der letzten Zeit. Und es darf leichter gehen. Ich spüre hier einen ganz großen Lichtsegen mit Pegasus kommen. Und auch dein Gegenüber darf sich, schaut er jetzt sicherlich nicht zu, aber dürfte sich wieder mehr auf die Energie ja, des Himmels und der Unterstützung von der geistigen Welt einstimmen. Da ist ganz viel Liebe noch da, wo durch das viele Denken aber eher blockiert wird im Moment. Genau. Ja, Pegasus möchte dein Gegenüber gern erreichen. Dann haben wir hier von der Liebe bei deinem Gegenüber. Du darfst ohne Angst lieben. Also da sind Ängste mit im Spiel. Ja, Ängste mit im Spiel. Und dann geht man auch in den Kopf, macht das Herzchen zu und denkt und ist nicht mit der Anbindung verbunden, mit dem höheren Selbst und mit der eigenen Liebe. Vielleicht sagt man dann was und tut man was, wo man hinterher wieder bereut hat, ja, aus Angst. Mach dein Herz jetzt auf, sagen die Engel, um die höchste aller Energien zu geben und zu empfangen. Ja, auch Pegasus kommt ja hier mit dieser geschwellten Brust, mit dem Herzchen und dieser Lichtwelle und möchte, dass dein Gegenüber wieder ins Herz geht. Und da habe ich das Gefühl, dass hier an dieses Löwenportal genau auch mit dem Herzchakra arbeiten kann, weil dein Gegenüber, wenn der Wille und die Bereitschaft da ist, ne, dann haben wir die Botschaft an dich, ja, von der Seele, von ganz tief drinnen, weil ich dich liebe, bin ich bereit, deine Sprache anzuerkennen und mich so auszudrücken, dass du es verstehst.
Ah, das ist spannend, weil als ich die Karten gemischt habe, kam mir genau hier diese Botschaft in den Kopf und dass die Karte jetzt hier auch liegt. Ich spüre manchmal, was so für Themen dann kommen. Die ist mir beim Mischen durch den Kopf gegangen, die Sprache anzuerkennen, ja, und dass man auch, wenn einer mehr im Herz ist und mehr in der Liebe ist und gibt und gibt und vielleicht ganz, ganz große Grenzen hat, ganz viel Liebe hat, ja, bei dir jetzt, und man selber ist aber ein Kopfmensch, ja, und dann spricht man natürlich auch eine unterschiedliche Sprache. Und dass man so spricht aus der Liebe, aus dem Herzen, dass das ankommt, was man will. Also auch wieder einfach ins Herz zu gehen und vom Herzen her zu kommunizieren. Da wollen jetzt einfach auch hier die Engel, spüre ich, dass ihr da im Herzen wieder zusammenfindet. Ganz, ganz spannend. Wenn ich Liebesberatung gebe, also Einzelberatung und das Thema eine Liebesthematik ist und ich da ein Reading drüber mache oder auch eine Energiearbeit, dann ist es häufig so, dass einer ganz, 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 ganz viel Liebe hat und sich ganz, ja, kilometerweit verströmt, sage ich mal. Und bei dem anderen ist es so kontrolliert und dass es häufig in so einem Gegensatz ist. Und was da wirklich ganz häufig auch von der Engelwelt geraten wird, ist, dass man selber sich mehr, wie soll ich sagen, bündelt und fokussiert. Das passt hier sehr gut, das nehme ich auch so wahr. Und ein Stück weit mehr bei sich bleibt, schon in der Liebe bleibt, aber die Liebe konzentrierter in sich lässt und auch den anderen mal kommen lässt. Also das nehme ich schon so wahr, um auch dem anderen die Möglichkeit zu geben, in sein Herz zu kommen. Ja, ganz, ganz spannend, da kommt hier eine Bewegung rein. Jetzt ziehe ich euch hier noch eine kleine Eule mit einer süßen, frechen Eulenbotschaft dazwischen euch. Und der Mokaid bringt auch eine neue Ordnung, neue Struktur rein. Der passt eigentlich zu der Karte Disziplin auch ganz gut. Ist auch ein sehr schöner Stein, den gibt es auch in gelblich, in rötlich. Ich mag den einfach voll. So, bin ein Mokaid-Fan. Dann haben wir für euch die Eule und da kommt Zeit mal wieder was Neues zu wagen. Ja, also bei euch beiden, der eine vielleicht Zeit mal auch ganz mit sich zu sein und die Energie auch mal konzentriert, fokussiert zu halten bei sich und je nachdem, was ihr für ein Thema habt, aber es kommt jetzt so allgemein rein. Ja, und bei deinem Gegenüber auch das Thema sich wieder raus aus den Ängsten zu trauen, raus aus dem Kopf und rein in die Liebe zu springen, rein ins Herz zu springen. Also da ist für jeden ein Mutschritt dabei. Ja, dann wünsche ich euch hier eine wunderschöne Woche. Möge euch das Löwenportal was Gutes schenken, sich das gut durcharbeiten und ihr euch auch die Pausen geben können. Und da wünsche ich euch einfach jetzt das Beste und ja, dann bis nächste Woche schon mal. Dann schauen wir jetzt schon weiter. Freue mich natürlich über Kommentare von euch und ich schaue zum zweiten Stapel, wenn du den Amethyst gewählt hast. Dann bist du jetzt deine erste Botschaft für diese Woche. Empfange mit Liebe und Wertschätzung. Also es geht um das Thema Annehmen. Ja, und das hat auch immer mit dem eigenen Wert zu tun, wie viel du wert bist, wie viel Gutes darfst du dir schenken, wie viel Gutes darfst du vom Leben bekommen. Und was darüber ist dir bewusst, dass das Leben Gutes dir schenken will? Ja, also diese Einstellung, auch in eine empfangende Haltung zu gehen, das hat auch was damit zu tun, auch mal loszulassen und nicht aktiv zu sein, eher so ein bisschen passiv zu sein, ruhig zu sein, auch mal, ja, den anderen kommen lassen oder einfach mal ein bisschen einen Gang runterschalten, entschleunigen, atmen. Also das bekomme ich, das ist für dich auch ein Schritt, bei dir selber anzukommen. Ja, das ist auch in Richtung Selbstliebe sehr wichtig, ja, dich selber mal in den Vordergrund zu stellen und wieder empfangen. Ja, empfangen ist jetzt nicht nur, dass jemand dem anderen was schenkt, empfangen ist auch Ruhe, Botschaften empfangen, ja, mediales Empfangen. Einfach mal loszulassen und ja, nicht aktiv zu sein. Es wiederholt sich jetzt, was ich sage.
Kannst du das? Dir ein bisschen mehr schenken. Etwas liebevoll von anderen anzunehmen, ist auch eine Art, Liebe zu zeigen. Das heißt, vielleicht bist du jemand, der sich immer um alles kümmert, sofort macht. Vielleicht auch mal die Rollenverteilung ein bisschen klären. Energetisch einfach ein bisschen mehr bei dir zu bleiben. Du brauchst jetzt dieses, dass du energetisch bei dir bleibst und dann wirst du auch mehr beschenkt. Vielleicht bist du eine sehr gebende Person, eine sehr aktive, also caretaking, sich um andere zu kümmern die ganze Zeit. Jetzt darfst du dich mal in den Vordergrund stellen. Das ist die Botschaft hier, wie ich spüre. Dann haben wir noch von den Engeln eine weitere Botschaft für dich. Da kommt, du bekommst derzeit viel spirituelle Unterstützung. Es sind viele Engel bei dir, die umgeben dich. Und gerade wenn du meditierst, kannst du die sehr gut spüren. Sie bilden wie so einen Lichtring um dich. Spiritual Support. Und du kannst das auch anrufen, wenn dir das nicht bewusst ist, dass sie da sind. Kannst du sie auch rufen, wenn du sagst, ich brauche jetzt wirklich hier Unterstützung. Und dann ist dein Gebet, liebe Engel, ich erlaube euch, dass ihr mich unterstützt, so wie ich wachse und mir meinem spirituellen Werdegang immer bewusster werde, also meinem spirituellen Sein immer bewusster werde. Dass die Engel dir da wirklich helfen, wo gerade du dich entwickelst, dass sie ganz doll bei dir sind bei deiner spirituellen Entwicklung. Jeder steht ein bisschen woanders und du bist da umgeben von Engeln, die unterstützen dich. Sehr, sehr schön. Und da haben wir Maria Magdalena für dich. Mal sehen, was da noch kommt. Da ist auch nochmal das Thema Selbstliebe jetzt dran für dich. Das passt ja zusammen hier alles super. Selbstliebe steht im Fokus in dieser Woche bei dir. Ruhe sicher in dir, liebe dich selbst und den göttlichen Kern in dir. In dir ist alles enthalten, ja. Und das ist auch so ein spiritueller Entwicklungsprozess, dass du feststellst, dass alles da ist, alles ist in dir. Wenn du diese Ruhe hast und ganz bei dir bist, vielleicht sagen deine Engel auch, dass du irgendeine tägliche Routine änderst, um das wahrzunehmen, um wirklich diese Zeit mit dir zu haben. Das ist auch Selbstliebe zu sagen, ja, ich tue das jetzt, ich spüre, das tut mir richtig gut. Und sei es ein Spaziergang, sei es, ja, was ist es bei dir, ja? Je nachdem, ist es einfach nur in den Himmel schauen, ist es atmen, ist es ein bisschen mehr schlafen? Findest du eine neue Meditationstechnik heraus? Da gibt es jetzt ja auch schon Apps und Videos und es gibt so vieles, man muss ja nicht alleine meditieren, ja? Es gibt Meditationsgruppen, irgendwo vor Ort oder online. Was ist das, wo du dich noch mehr selbst liebst und spürst und diesen ganzen Liebesfluss in dir wiederherstellen kannst? Das bringt dir jetzt auch das Löwenportal zu dir, diese Liebe. Die will jetzt wirklich wieder zu dir. Es ist an der Zeit, dass die wieder mehr in dir fließt. Du kannst dich auch bewusst verwöhnen, ein schönes Bad nehmen, ja, vielleicht ein bisschen kühleres Bad im Moment. Du kannst dich, ja, alles, was dir gut tut, mit Rosenduft, mit Kerzen, mit Musik, alles, was deiner Seele gut tut, schenk dir das oder mach dich wieder schön, sag dir, dass du schön bist. Und es geht aber auch um dieses innere Fluten mit Liebe. Dich einfach in Meditation setzen und immer wieder mit Liebe fluten, die Liebesengel einatmen. Einatmen, ja, genau, atme die Liebesengel ein, rufe sie ganz nahe zu dir und lass die Liebe in dir wieder viel, viel mehr werden. Das ist so in dieser Woche dran. Was haben wir denn noch hier für die Liebe? Da haben wir das Thema Vergeben und Lernen. Ja, vielleicht ist dir das nicht immer leicht gefallen, liebevoll zu dir zu sein. Und vielleicht war es dir manchmal gar nicht möglich, einen liebevollen Umgang mit dir selbst zu haben und auch mit anderen Personen. Oder vielleicht hast du Dinge getan, die du nicht tun wolltest. Ja, du darfst jetzt die Vergangenheit hinter dir lassen. Einfach loslassen, in das Loslassen reinkommen und ganz im Jetzt ankommen. Das ist so die Info für diese Woche. Ganz im Jetzt sein, ganz in der Liebe sein, ganz mit dir in diese schöne göttliche Intimität kommen, dich wieder spüren und diese Ganzheit in dir, deinen ja guten, sicheren Grenzen voller Liebe auffüllen. Ja, das gebe ich dir mit in deine Woche.
Genau. Dann schauen wir mal bei deinem Gegenüber, was sich da tut. Weil bei dir tut sich ja ganz viel. Was ist da bei deinem Gegenüber los? Ich kenne die Karten ja auch nicht. Bei deinem Gegenüber kommt die Drei des Wassers. Da haben wir hier drei Kelche, wir haben hier Delfine, die hier unter Wasser herumschwimmen. Und es heißt eine Feier, eine Hochzeit, ein bestandenes Examen oder eine Ankündigung einer Geburt. Der Wunsch nach mehr Spaß. Also es ist eine positive Karte. Dein Gegenüber will vielleicht auch Intimität, ja, mit dir zusammen sein, in Leichtigkeit wieder erleben. Also ich empfinde die hier als einen Wunsch nach Freude, ja, eine schöne Zeit zusammen und das einfach, vielleicht hattet ihr eine schwierige Zeit, vielleicht darf das jetzt alles hinter dir bleiben, hinter euch bleiben und ihr dürft wieder in so ein schönes, klares, tiefes Wasser eintauchen und einfach Freude miteinander haben. Das wünscht sich hier auch dein Gegenüber. Die Seele deines Gegenübers wünscht sich das, ja. Und vielleicht habt ihr auch irgendwas ganz gut bestanden oder bekommt noch eine gute Nachricht über etwas, wo ihr richtig froh seid, was wieder eine neue Wendung für euch ist, wo ihr wieder ins Loslassen kommt, wo ein gutes Ergebnis kommt, irgendein ein Schreiben oder eine Nachricht, dass etwas positiv für euch oder für dein Gegenüber sich entscheidet. Ja, also da geht es auch nochmal in eine Richtung, wo wieder Erleichterung kommt und Loslassen möglich ist und mehr Freude kommen kann. Ganz schön. Also ist eine richtig schöne Energie hier. Dann haben wir eine Botschaft von den Einhörnern für dein Gegenüber. Da kommt auch selbst würdevoll sich zu verhalten, sagen die Einhörner, ist sehr, sehr wichtig. Na, hier steht jemand und wird irgendwie angeprangert. Die Leute zeigen mit dem Finger auf ihn und er steht aber, ja, hoch erhobenen Hauptes mit dem Licht der Einhörner verbunden in der Klarheit und redet würdevoll. Das ist sehr wichtig für dein Gegenüber. Ja, auch wie rede ich, wie denke ich, wie spreche ich. Ja, vielleicht ist da so ein Thema mit sich schnell angeklagt fühlen und da kommt dein Gegenüber aber auch in eine neue Leichtigkeit hier rein. Die Einhörner unterstützen, also die geistige Welt ist ganz viel am Arbeiten und am Helfen und auch da ist ein neuer Blickwinkel jetzt möglich. Gehen Sie aufrecht durchs Leben, dann können Sie sich der Unterstützung der Einhörner sicher sein. Also da passiert auch was, da kommt auch Bewegung rein. So irgendwie habt ihr eine neue Stufe erreicht, einen neuen Abschnitt. Ja, wo noch mal was Neues möglich ist. Von der Liebe her bei deinem Gegenüber bleibe aufgeschlossen. Ja, du siehst ja hier die Damen lächeln, die Liebesengel fliegen noch oben drüber. Er ist sich hier nicht sicher, schaut so, was heißt das? Etwas mürrisch drein. Die Engel lachen und haben Leichtigkeit. Ja, es ist noch nicht so ganz klar diesen Menschen hier, was das jetzt bedeutet. Muss natürlich vom Geschlecht nicht männlich und weiblich in der Reihenfolge hier verteilt sein, wie es hier angegeben ist. Aber man sieht, dass einer mehr denkt und die anderen sich mehr freuen. Dein Seelengefährte unterscheidet sich vielleicht von deinem normalen Typ und deinen Erwartungen, ja. Vielleicht ist da auch viel, ja, wie soll jemand sein? Wie ist Frau? Wie ist Mann? So unbewusste Erwartung oder Rollenprägung oder, ja, Ahnen, aus der Ahnenreihe Prägung, dass da irgendwie was ist, wie soll Mann, wie soll Frau sein oder wie ist man in Beziehung zueinander und dass das manchmal so reinkommt. Und da einfach locker bleiben, einfach in der Leichtigkeit immer wieder reingehen, würde deinem Gegenüber gut tun. Nicht zu schnell bewerten und nicht zu viel denken. Mehr ins Sein kommen. Genau, was eigentlich bei dir auch ist, mehr im Jetzt sein. Jetzt die Botschaft vom Herz oder von der Seele, weil ich dich liebe. Lass ich meine Werturteile bei mir, denn ich weiß, dass sie unangemessen und verletzend sind. Ja, toll. Also da, vielleicht ist das auch bei dir ein Thema, weiß ich nicht, aber das viele Denken macht ja immer eine Spaltung, das macht ja immer eine Trennung. Und wenn man dann sagt, das ist so weil und das ist so weil, da ist man ja nicht offen zu hören, warum es denn so ist. Also einfach, das ist verletzend, das möchte man nicht mehr tun dem Gegenüber und sich darüber klar zu werden, diese Urteile jetzt einfach rauszulassen. Da kann eine neue Leichtigkeit bei euch reinkommen. Eine neue Lösung kann es sein. Einfach mehr ins Herz, in den Flow zu kommen und mehr loszulassen von beiden Seiten. Jetzt bei dir auch, mehr im Moment zu sein, zu empfangen, ein bisschen mehr passiv zu sein, nicht immer gleich alles sofort machen und vielleicht für alles die Verantwortung übernehmen, auch ein Stück weit den anderen.
seine Verantwortung einfach geben und lassen. So, dann gebe ich euch jetzt noch eine Eulenbotschaft, eine kleine freche Eulenbotschaft. Mal sehen, was da kommt für euch. Und ich hoffe, mein Akku hält noch durch bis zum Schluss. Hatte ich ja auch noch nicht vollen Akku reingemacht und dann war der gleich wieder leer. Komisch. Aber wer weiß, wie das zusammenhängt. Vielleicht musste ich da noch ein paar andere Sachen in der Zwischenzeit machen, einfach damit das Reading in einem richtigen Ding läuft. Genau, dann haben wir für euch die Eulenbotschaft. Ich schaue mal nach, hier schaut eine raus. So, und zwar: Kleines, erinnere dich, sagt die Eule, du bist nicht das, was du denkst, sondern viel, viel mehr. Ja, das passt ja super. Genau, nicht zu viel denken. Das ist aber auch bei euch beiden der Fall. Einfach nicht so viel denken, mehr ins Sein kommen. Nicht denken, warum der andere, wie, was, wo, sondern einfach mehr ins Sein kommen. Du weißt nicht, was los ist beim anderen. Keiner weiß es. Man kann nur drüber reden und sagen, was los ist. Genau, ich wünsche euch da jetzt eine schöne Zeit und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn du möchtest. Und freue ich mich auch von euch zu lesen. Komme ich schon zum nächsten, wenn du den gewählt hast, den dritten Stapel mit dem Lavendeljahr. Die erste Karte für dieses Reading. Bei dir kommt körperliche Berührung, ist sehr wichtig, ja. Wunderbar. Hatten wir, glaube ich, neulich auch auf dem dritten Stapel diese Karte. Ja, die Berührung ist sehr, sehr wichtig. Du brauchst es einfach, dich zu spüren und auch in deiner Ganzheit wahrzunehmen, brauchst du Berührung. Du bist ein absoluter Berührungsfan und es geht dir ab. Ja, vielleicht könnt ihr euch nicht sehen oder vielleicht ist es nicht so einfach, das Thema Körperlichkeit gerade. Ja, vielleicht auch, vielleicht gab es auch mal Grenzverletzungen in deiner Kindheit, in deiner Vergangenheit, wo das immer wieder so ein Thema ist, dass es dir vielleicht wünscht, aber dann irgendwie auch nicht so richtig weiß, wie gehst du damit um, mit dem Bedürfnis nach Berührung. Auf jeden Fall ist es ein Thema, was in dir sehr wichtig ist, wo es noch viel mehr sein darf, wo du dich dann richtig gut fühlst, wenn du berührt wirst. Ja, für manche ist nichts wichtiger als zärtliche Berührung. Mehr kuscheln, mehr streicheln, mehr, ja, sinnlichen Kontakt. Und vielleicht auch Romantik, ja, wie die Karte hier aussieht. Halt bist du ein super romantischer Mensch. Ja, ist einfach nochmal als Hinweis, Berührung, du kannst dich auch selbst berühren, wenn es gerade nicht geht, wenn dein Gegenüber nicht da ist oder, weiß ich nicht, Sport ist auch eine gewisse Art Berührung, Yoga auch, also alles, was Stretchen und Dehnen ist, wo die Faszien sich dehnen, ist auch eine Art Berührung. Gebt dir das auch selber, habt da auch Disziplin, ja, nicht, ich sag jetzt mal als Sinnbild, sich ganz, ganz schlecht fühlen, aber nichts Gutes für sich tun. Du darfst was Gutes für dich tun, jeden Tag. Und du darfst dich auch eincremen oder mit so einem Rosenwasser absprühen, wenn es so warm ist. Also man kann sich ja auch so mit erfrischenden Dingen, weil Öl ist ja dann auch bei 35 Grad nicht so richtig schön. Genau. Ja, du darfst dich selber auch versorgen damit, ja. Und erstmal mit dir selbst in guten Kontakt kommen. Weil bei vielen Frauen ist auch so, dass sie manchmal gar nicht genau wissen, was sie eigentlich genau wollen, weil sie es selber noch nicht so rausgefunden haben. Erstmal auch mit sich selbst rausfinden, was tut mir gut, wie brauche ich das, was ist das genau, was ich mag. Das ist auch wichtig, erstmal selber zu erkunden, genau. Dann haben wir wieder da, mein Akku wieder aufgeladen. Genau, du bekommst den Engel für Harmonie und Frieden. Erzengel Raguel begleitet dich in dieser Woche. Also der gleicht deine Emotionen aus, der hilft dir einfach bei dir zu sein, in gute Emotionen zu kommen. Ja, schau, der sieht ein bisschen aus wie David Bowie. Ich finde auch ganz toll diese Karten von Kyle Gray. Ja, du wirst beruhigt, befriedet. Sehr, sehr schön. Also falls du dich unruhig fühlst oder so, begleitet dich Raguel in dieser Woche. Kannst ihn natürlich auch rufen, wenn du merkst, oh, jetzt gibt es keinen Kontakt und jetzt geht mir das ab oder jetzt wäre ich sauer oder wie auch immer du dann reagierst, oder jetzt wäre ich traurig. Ich brauche jetzt einfach Frieden und Harmonie. Kannst du ihn anrufen mit einem Engelgebet, was Kyle Gray hier aufgeschrieben hat. Das ist ja so ein wunderbares Engelmedium und das Gebet heißt: Danke dir, Raguel, dass du mich in meinem Leben umgibst mit harmonisierendem Licht. Ja, dass dieses wunderbare Licht, was du hier auch schon so auf dieser Karte siehst, dich berührt und dich ausgleicht. Sehr schöne Info, finde ich. Kannst du gerne mit in deine Woche nehmen.
Und es ist auch wichtig zu lernen, wie soll ich sagen, seine Emotionen irgendwo zu zügeln oder sich eine gewisse Konstanz und Regelmäßigkeit zu geben. Eine Sache, an der man dranbleibt, die einem hilft, sich selbst auszugleichen. Ja? Bei manchen ist es irgendeine Art Hobby, Gärtnern, Handarbeit, irgendwas, worauf du dich auch konzentrierst, ja, nicht auf das Fehlen von etwas dich konzentrieren, dann wird das immer mehr und immer mehr, sondern lass auch deinen kreativen Flow zu oder entspann dich einfach mal mehr, ja, je nachdem, was du gerade mehr brauchst, ja. Wenn die Gefühle da mit dir durchgehen und die Gedanken immer im Kreis sind, warum meldet er sich nicht, warum haben wir keinen Kontakt, was ist das, wo ist der andere, kommt mir gerade so rein, das tut dir nicht gut, dann wird dieses Mangelgefühl ganz groß und immer mehr und dann ist es wichtig, die Gefühle auszugleichen, dich auf andere Dinge zu konzentrieren, die Dinge zu machen, die gerade wichtig sind und etwas zu tun, was dich beruhigt. Und da braucht es halt auch eine gewisse Disziplin. Also jeden Tag ein bisschen meditieren oder rausgehen, auch eine Bewegung in den Körper zu bringen, hilft auch, Emotionen wieder zu verarbeiten und in einen anderen Zustand zu bringen. Ja, und wünsche ich dir viel Glück dabei. Maria Magdalena hat auch noch eine Botschaft, die sagt, ja, es geht hier um das Gefühl, ja, darf ich überhaupt so viel wollen? Ja, ab wann ist man sündig? Die Karte heißt hier Hure. Also dieser Umgang auch mit der Sexualität, ja, wie viel darf man wollen? Vielleicht, ich weiß nicht, was in dir für ein Thema ist, aber das geht ein bisschen in Wandlung. Ja, was mit deinen inneren Bedürfnissen einhergeht, wie viel darfst du brauchen und ab wann, wie soll ich sagen, fängst du vielleicht auch an, dich selbst zu bewerten oder vielleicht ist es auch etwas Altes aus früheren Leben oder aus diesem Leben, wo du merkst, da habe ich mich bewertet oder ich habe so viel Berührung einfach gebraucht, ich bin da einfach so ein Mensch, ich brauche das einfach. Ja, wann geht es in so eine Richtung, wo das einfach, wie soll ich sagen, mit dir durchging? Oder kennst du das vielleicht? Oder ist es etwas in dir, wo total weggesperrt ist? Also ich kenne auch Frauen, die sich dieses Bedürfnis nach Berührung nicht gestatten. Also die einfach sagen, ja, so darf Frau nicht sein, weil das irgendwie bewertet ist. Also das ist auch spannend, das darf auch in Wandlung gehen. Wie schauen wir darauf? Ja, wie gehen wir selbst damit um? Wenn wir vielleicht einfach, wenn du jetzt eine Frau oder ein Mann bist, der einfach sagt, ich lebe gerne Sexualität, ich bin gerne lebendig und ich brauche das einfach für mich, ja? Dann wie geht die Gesellschaft damit um? Wie gehst du mit dir um? Und ja, und da spüre ich auch schon wieder ganz viele Emotionen, wo der Raguel sicherlich ausgleichen kann, ja? Was auch sicherlich sehr hilfreich ist, ist Thema Sport, Thema Bewegung, Thema auch einfach mal gehen und dass die Wogen sich wieder glätten. Da will was in die Transformation kommen in dir, auch mit diesem Löwenportal. Hier heißt es noch drauf auf der Karte, ich lebe meine Leidenschaft aus der göttlichen Flamme meines Herzens. Also ich bin mir auch ganz sicher, dass da sich noch in unserer Gesellschaft viel transformieren darf, jetzt wo es ins goldene Zeitalter hineingeht. Ja, dass diese göttliche Sexualität auch wieder entdeckt wird, die reine Sexualität als Kraft gesehen wird, ohne dieses ganze Ding von der Kirche und was da alles da draufgelegt wurde für Bewertung und Abspaltung, ja, sondern dass man es einfach als eine Kraft sieht. Und es gibt einfach Menschen, die haben das viel stärker und es ist nicht zu bewerten einfach, ja. Genau. Und da wandelt sich auch noch mal vielleicht in dir etwas in dieser Woche oder einfach in deinem Umfeld oder wie du da drauf schaust, ne? Von der Liebe her haben wir lass Kontrollthemen los, ja? Vielleicht, wenn du so ein Mensch bist, der sagt, ja, ich habe so eine Lebenslust, ich bin so jemand oder ich kenne so Menschen. Man kann das nicht kontrollieren. Das ist etwas, was einem mitgegeben wurde, ja? Sozusagen, das kann man sozusagen als Geschenk auch annehmen, wenn wir da mal die Urteile drüber loslassen. Man kann es nicht kontrollieren. Natürlich gibt es auch das Thema Sexsucht, ja, da gibt es auch wieder viele verschiedene Themen. Da will ich jetzt gar nicht reingehen. Es geht hier mehr darum zu sehen, wer man wirklich ist und anzunehmen und die Bewertung rauszunehmen und einfach diese göttliche Kraft, die in einem wohnt. Und ich glaube, dass es wirklich Menschen gibt, die da eine große Kraft haben mit der Sexualität, das zu leben. Und ja, da sich selbst auch nicht mit abzuwerten, aber vielleicht auch eine gewisse Disziplin zu haben. Wie soll ich sagen,
Ja, wenn da jetzt kein Partner ist, wenn kein Gegenüber ist oder dein Partner, deine Partnerin da das ganz anders lebt, ja, dann wie gehst du dann damit um? Das sind auch wieder ganz spannende Themen. Also so vielleicht einfach mal schauen, wie man sich sonst sozusagen auch beruhigen kann, wie man auch in Ausgleich kommen kann, ja, weil nicht jeder kann das immer zu überall ausleben, bin ich mir sicher, dass das ein bisschen schwierig ist, außer du hast den Partner, der in der gleichen Stärke das Leben will. Und das passt alles, ja. Dann verstell dich nicht, dann zeig einfach, wer du wirklich bist und leb das mehr und sei das mehr. Dann halt es nicht hinterm Scheffel. Aber da hier auch die Karte Disziplin liegt, habe ich fast das Gefühl, gilt es auch, das ein bisschen auszugleichen. Irgendwo in so ein, wie soll ich sagen, dass es dir auch gut geht mit den Emotionen, die dazukommen, mit allem, was an Gedanken dazu kommt, dass du das ein bisschen ausgleichst. Genau, spannend, das kann ja diesen Löwentor alles berühren in dir. Bei deinem Gegenüber bin ich jetzt auch gespannt, haben wir die erste Karte. Karte Einheit. Erzengel Sandalphon kommt hier rein. Der hat hier so einen Stab und schaut ganz, ja, wie schaut er denn? Wissend, weise. Das ist ja eine große Arkane, also nochmal was ganz Bedeutendes. Wir haben hier Yin und Yang, dann haben wir das Kreuz, dann haben wir hier den Davidstern, das Om-Zeichen. Ganz spannend, also viele spirituelle Zeichen. Und hier geht es um traditionelle Standpunkte und Methoden, spirituelle Organisationen, die Suche nach Mentoren und gleichgesinnten Freunden. Also auch so eine Suche nach, ja, Einheit. Dass man sich verschmelzen will. Das ist spannend, da kann was in Bewegung kommen bei euch beiden. Ich schaue hier auch noch mal ins Heftchen, was das sonst noch weiterführend bedeutet. Das ist jetzt ja auch in der Liebesbeziehung spannend, die Karte Einheit. Ja, zusammenarbeiten mit Gruppen, vielleicht, dass ihr beiden auch mehr zusammenarbeitet. Dass man vielleicht, also hier steht, je nachdem, wenn es das Thema Sexualität ist, kann natürlich auch sein, dass man das in Gruppen ausdehnen will. Weiß ich nicht, wie ihr das leben wollt. Dass man darüber mehr weiß, dass man auch ein Mitglied von einer Organisation oder einer Gruppe werden will. Dass man Glaubenssätze auch nochmal in Frage stellt, dass man Regeln, feste Regeln, Einschränkungen nochmal überprüft. Und auch nochmal, ja, vielleicht ist es auch das Thema mit der Sexualität, ja. Wie darf das gelebt werden? Wie dürfen Frauen sein? Wie dürfen Männer sein? Was glaube ich darüber? Was hat man mir gesagt? Wie ist die Gesellschaft da? Vielleicht braucht dein Gegenüber da jemand, der da ihm so ein bisschen hilft oder ihr ein bisschen weiterhilft. Also so eine ernsthafte Suche nach den großen Fragen des Lebens. Und ja, wie kann man vielleicht Beziehungen auch anders leben? Was ist noch möglich? Ja, wie ist es mit Sexualität, mit befreiter Sexualität, vielleicht mit offenen Beziehungen, was ich jetzt auch schon immer öfter gehört habe, offene Beziehungen zu leben. Ja, jeder darf sich auch verlieben und wie geht man damit um und wie ist es einfach? Vielleicht seid ihr da an so einem Punkt, wo sich jetzt da was wandelt und man die ganzen Bewertungen einfach mal rausnimmt und das nicht mehr so kontrollieren kann oder will. Und dann haben wir von den Einhörnern hier noch eine Botschaft. Da kommt die Bestimmung. Also es gibt eine Bestimmung, auf der ihr seid und der Lebensweg, auf dem dein Gegenüber auch ist. Die Einhörner begleiten dein Gegenüber. Es gibt hier so wie so einen Plan, so einen Lebensplan, den der Mann hier liest. Handeln Sie heute Ihrer höchsten Bestimmung gemäß. Vielleicht rauskommen aus dem, ja, aus dem kleinbürgerlichen Denken, ein bisschen weiterdenken von der Seele, sich wieder bewusst werden. Um was geht es denn hier einfach? Um den Aufstieg und auch um Auflösen von vielen, ja, Verboten, Begrenzungen und einfach, dass diese göttlichen Energien sich einfach auch verbinden müssen, sollen, dürfen und dass es darum im Hintergrund geht. Und vielleicht hat dein Gegenüber auch eine ganz bestimmte Rolle darin, die jetzt auch gefunden wird. Vielleicht bringt das Löwenportal genau die Infos jetzt durch. Genau, ganz spannend, damit auch wirklich mehr Intimität und wahre Nähe möglich ist, damit ihr euch wirklich auf Seelenebene da ganz echt begegnen könnt. Dann haben wir hier für die Liebe bei deinem Gegenüber das Thema unerwiderte Liebe, ja. Vielleicht sind die Gedanken darüber, wie einer das Liebesbedürfnis lebt, vielleicht
ist ja auch bei deinem Gegenüber so. Manchmal spiegelt sich das ja auch. Also das Thema, ich werde vielleicht gar nicht verstanden, wie ich das mit der Liebe so lebe, ja. Kann auch eine alte Wunde noch zurückliegen, ich bin nicht geliebt, ja, was ganz was Altes kann es sein, was im Löwenportal nochmal hochkommt. Es kann auch einfach sein, dass es so ein Kontrollwunsch ist, dass man gerne steuern können würde, wie der andere genau tickt und ist, und dass das einfach dann gegenüber bewusst wird, dass das nicht geht. Und ein bisschen auch vielleicht Verlustängste, ja, mit immer wieder mit reinspielen, dein Gegenüber sich nicht ausreichend fühlt. Vielleicht bist du jemand, der viele Menschen einfach mag und dein Gegenüber kommt damit nicht immer so zurecht und meint dann, ja, ich reiche nicht aus oder ich bin nicht genug. Und das kann so ein ganz altes Denken sein. Und da kann es auch, wenn es die Bestimmung ist, auch in so eine Befreiung gehen, ja. Ja, ist es auch die Anziehung oder Chemie ist nicht stark genug, um diese Beziehung aufrecht zu erhalten. Das ist dein Gegenüber hat immer wieder das Gefühl, ja, reiche ich denn nicht? Was ist denn los? Warum muss es noch mehr sein? Warum noch was anderes? Oder einfach, ihr habt unterschiedliche Energielevel. Das kann auch sein, dass es gar nicht um andere Menschen geht, sondern um unterschiedliche Energielevel. Nehme ich auch häufig so wahr, vor allen Dingen, wenn einer wirklich sehr, sehr hochfrequent schwingt und einer da noch in der Angstenergie hängt, dass man da einfach wie aneinander vorbeipeilt von der Energie her und sich da auch nicht ganz gesehen fühlt. Dann haben wir noch eine Botschaft vom Herzen. Bin ich jetzt gespannt, was da kommt. Weil ich dich liebe, respektiere ich deinen Glauben und das, was dir heilig ist, wie ich meinen eigenen Glauben anerkenne und ihn zur Grundlage meines Handelns mache. Also da geht es schon darum zu erkennen, wo kann ich mitgehen, wo kann ich nicht mitgehen, was passt für mich und was passt nicht für mich. Und da auch nochmal alles zu prüfen, um echt zu bleiben. Jetzt kriegt ihr noch eine Botschaft von den frechen Eulen. So, dann schauen wir mal, was da kommt. Für euch beide guckt hier schon eine Eule raus. Und zwar kommt diese. Achtsamkeitsübung für den Alltag. Sage heute mal überall Nein, wo du sonst immer bereitwillig Ja sagst. Hier steht ein ganz großes Nein-Schild. Nein sagen, wo du Ja sagst. Das ist spannend, denn es geht ja auch um das Thema Grenzen. Ja, ich weiß ja nicht, vielleicht ist es auch bei euch genau andersrum mit dem Liebesbedürfnis und der Verteilung der Sexualität. Einfach mal andersrum alles machen, mal so ein Experiment machen. Ganz spannend, mal sehen, was dann passiert. Alle Glaubenssätze mal umdrehen, einfach mal prüfen nochmal. Ich wünsche euch jetzt das Allerbeste, eine wunderschöne Woche mit dem Portal. Lasst es gut durchwirken und spannend, was da wieder alles passiert. Ja, bis ganz bald und ich freue mich schon auf eure Kommentare.